Wahrscheinlich hat der CDU-Fraktionschef Haug mit seiner Einschätzung, dass wir sehr extremistisch seien, möglicherweise an Matta gedacht. Nicht wegen ihrem Satz, dass die revolutionäre Kraft am Ende sich durchsetzen wird, sondern weil Matta, wie alle anderen 70 Wahlkreiskandidatinnen und Wahlkreiskandidaten, wie ich selbst, extrem motiviert sind und extrem daran interessiert sind, dass diese herrschende Politik in diesem Land, dass die herrschende Politik in der Bundesrepublik Deutschland, dass die herrschende Politik, die soziale Kälte bedeutet, abgelöst wird. Ihr alle habt bei der Ankunft hier im Gewerkschaftshaus von Matta und mir unsere Lebenslaufdaten, unsere politische Laufbahn zur Verfügung gestellt bekommen. Lasst mich trotzdem an drei Stationen deutlich machen, worüber ich mich neben meiner Funktionärstätigkeit ehrenamtlich und hauptamtlich als Gewerkschafter politisieren habe lassen. Ich wurde politisiert Anfang der 70er Jahre, als Willy Brandt für diese Republik angetreten ist unter dem Motto Demokratie wagen. Und ich sage das deshalb, liebe Genossinnen, liebe Genossen, weil im Jahre 2010 Demokratie wagen dringender geboten ist als je. Wer Stuttgart 21 auf diese Art und Weise durchsetzt, wer eine solche Politik macht, dem muss breite Bürgerbeteiligung deutlich machen, dass wir ein solches Projekt stoppen, dass wir eine solche Politik ablehnen und dass wir mehr demokratische Politik und Beteiligung brauchen. Genau. Der zweite Punkt, der mich politisiert hat, und ich glaube, das kann jeder schnell nachvollziehen, wenn er noch mal auf meine biografischen Daten und auf meinen Wohnort guckt. Der zweite Punkt, der mich massiv politisiert hat, war die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Mutlangen und auf der Heilbronner Waldheide. Und ich glaube, dass die SPD damals unter Erhard Eppler noch in der Lage war, Beschlüsse, die Militarisierung und am langen Ende, Matta hat es gesagt, auch die Kriegsbeteiligung bringen, zu revidieren. Ich sage, heute ist diese Partei nur noch durch den Druck von uns und durch eine starke linke Kraft im Land und im Bund dazu zu bringen, endlich von den Kriegseinsätzen abzulassen. Und eines habe ich auf der Waldheide und den Mutlangen auch gelernt, liebe Genossinnen und Genossen. Ich habe gelernt, dass es manchmal notwendig ist, demokratisch gefasste Beschlüsse, die aus einer seltsamen Legitimation heraus resultieren, nur noch mit dem Einsatz zivilen Ungehorsams wieder rückgängig gemacht werden können. Und deswegen ist ziviler Ungehorsam ein Teil der Politik, für die wir Linke stehen und für die wir Linke dies auch propagieren. Und der dritte Teil meiner Politisierung hat ganz viel damit zu tun, was ich nun in über 35 Jahren als Gewerkschafter, als ehren- und hauptamtlicher Gewerkschafter in meiner täglichen Arbeit erlebe. Bernd hat zu Recht gesagt, wir müssen es wagen, wir müssen den Mut haben, uns mit den Reichen und Mächtigen anzulegen. Und ich habe vor einigen Jahren in einem besonders tragischen Fall von Kolleginnen und Kollegen eines Maschinenbaubetriebes in Westhausen erleben müssen, was es bedeutet, wenn Reiche, Mächtige, wenn Banken sich dazu entscheiden, Hunderten von Menschen die Existenz zu rauben. Und ich habe erlebt, wie in einem erzkonservativen Dorf mit 7000 Einwohnern, die immer und ewig CDU gewählt haben, es plötzlich in der Auseinandersetzung zu einer Politisierung gekommen ist, wie ich sie noch nie erlebt habe. Wie diese Kolleginnen und Kollegen mit ihrer IG Metall am langen Ende, um die Arbeitsplätze zu retten, die Banken und den Betrieb besetzt haben, mit dem Ziel einer Fortführung und der Sicherung der Arbeitsplätze.
Und ganz nebenbei gemerkt, Genossinnen und Genossen, diese Banken- und Betriebsbesetzung war nicht ohne Erfolg. Dieser Betrieb hat immerhin noch 6 Jahre lang weiter existiert, hat die Existenz der Kolleginnen und Kollegen für weitere 6 Jahre gesichert. Am langen Ende, ich gebe es zu, hat sich die Deutsche Bank mit ihrer Politik gegen die Kolleginnen und Kollegen durchgesetzt. Und deswegen sage ich, das sind Beispiele, die wir zu 100.000-fachen wiederholen müssen. Das sind aber auch Beispiele, die uns lehren müssen, dass es eine starke Linke in dieser Republik braucht, die den Banken Schranken aufweist und die Banken zurückwirft. Ich denke, liebe Genossinnen, liebe Genossen, dass wir uns im Landtagswahlkampf entlang der Linien, die Bernd und Martha schon aufgezeigt hat, gemeinsam für eine Veränderung einsetzen müssen. Dass unsere Ziele für mehr soziale Gerechtigkeit, für Bildungsgerechtigkeit und gemeinsames Lernen, aber auch für existenzsichernde Arbeit und für mehr Demokratie und eine solidarische Politik im Land der Motor unseres Tuns bleiben müssen. Und ich glaube, dass wir entlang unserer Grundsätze den Versuch unternehmen müssen, dies in praktische Schritte umzusetzen und die Voraussetzungen in einer Landespolitik mit uns gemeinsam in diese Richtung zu treiben. Wir brauchen einen entschiedenen Widerstand gegen jeden weiteren Sozialabbau. Und wenn Mappus trotz besserer Steuereinnahmen ankündigt, dass er ein Sparpaket vorlegen wird, dann wissen wir, und Bernd hat es gesagt, gegen wen sich dieses Sparpaket wenden wird. Es wird sich gegen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst wenden. Es wird sich gegen Bildungschancen in diesem Land wenden. Und es wird zu weiterer Verschärfung der sozialen Situation in Baden-Württemberg führen. Und deswegen brauchen wir nicht nur den Einzug der Linken in den Landtag, Genossinnen und Genossen, sondern wir brauchen auch weiterhin den Schulterschluss mit der außerparlamentarischen Opposition. Nur wenn sich die Straße bewegt und nur wenn wir in den Landtag kommen, haben wir gemeinsam eine Chance, eine andere Politik zu gestalten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns nicht nur in unserem Wahlprogramm für ein Zukunftsprogramm und für ein Zukunftsinvestitionsprogramm in der Summe von 10 Milliarden Euro einsetzen. Es ist auch wichtig, Genossinnen und Genossen, dass wir klar machen, dass die Finanzierung einer veränderten Politik am langen Ende nicht nur veränderte Mehrheiten hier in Baden-Württemberg braucht, sondern auch veränderte Mehrheiten im Bund. Sorgen wir dafür, optimistisch und auch realistisch. Wir werden die 5%-Hürde knacken, wir werden in den Landtag einziehen und unser Einzug in den Landtag wird nicht nur bedeuten, dass wir CDU und Grüne und SPD, von der FDP will ich gar nicht reden, vor uns hertreiben werden mit unserer besseren Politik, sondern wir werden mit dem Einzug in den Landtag auch einen Sargnagel liefern, der dazu führt, dass Schwarz-Gelb nicht nur im Land, sondern auch im Bund abgewählt wird. Man kann ja auf ganz unterschiedliche Weise im Wahlkampf versuchen, seine Politik zu vertreten. Man kann das so machen, wie es einst Müntefering gemacht hat, indem er gesagt hat, es ist doch eigentlich unfair, wenn man uns nach der Wahl an unsere Wahlversprechen vor der Wahl erinnert. Man kann es auch so machen, wie ich es vorgestern auf einer Podiumsdiskussion in Aalen im Rahmen des Landtagswahlkampfes zum Thema Stuttgart 21 erlebt habe, wo der dortige FDP-Kandidat Jäger sagte, er glaube, neben Stuttgart 21 gibt es wichtigere Themen, die im Wahlkampf eine Rolle spielen, beispielsweise die Bildungspolitik. Ja, Kolleginnen und Kollegen und Genossinnen und Genossen, Bildungspolitik ist uns wichtig, weil wir gegen den Stress, der aus G8 resultiert und die Kinder nur krank macht, sind, weil wir dafür sind, dass quer durch die Gesellschaft und eben auch, wie Martha es gefordert hat, Kinder mit Migrationshintergrund die Chance haben müssen auf eine vernünftige Bildung und auch auf eine vernünftige Ausbildung. Und dieser Herr Jäger sagt auf die Frage, wie wollen Sie das denn eigentlich finanzieren? Er antwortet mit einer ganz einfachen Antwort. Er sagt, ich habe nicht davon gesprochen, dass die FDP mehr Geld für Bildungspolitik ausgeben will,
Ich habe lediglich gesagt, dass wir Bildungspolitik zum Mittelpunkt unseres Wahlkampfes machen. Und da kann ich nur sagen, liebe Genossinnen und liebe Genossen, sowas wird es mit der Linken nicht geben. Wir sind originalsozial, und zwar vor und nach der Wahl. Auf die Linke ist Verlass, Genossinnen und Genossen. Das, was wir im Wahlkampf sagen und propagieren und fordern, das werden wir in konkreter parlamentarischen Politik und mit Unterstützung der Mobilisierung breiter sozialer Bündnisse versuchen, im Land umzusetzen. Wir haben erlebt, und damit will ich zum letzten Punkt kommen, dass in der Politik nach Mehrheiten gesucht werden muss. Aber ich sage in aller Deutlichkeit, auch wegen meiner eigenen Herkunft in dieser sozialdemokratischen Partei, in der ich lange Zeit war und gearbeitet habe, Zusammenarbeit mit SPD und Grüne kann es doch nur unter einer Voraussetzung geben, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn diese beiden Parteien erklären, dass sie mit uns der Linken die Rückabwicklung einer unsozialen Agendapolitik 2010 auch bereit sind zu machen. Zusammenarbeit mit SPD und Grünen, und da will ich noch mal ausdrücklich wiederholen, was Martha schon sagte. Zusammenarbeit mit SPD und Grünen kann es aus unserer Sicht nur geben, wenn beide Parteien endlich aufhören, sich zum Handlanger einer falschen Kriegspolitik zu machen und wie die Linke endlich wieder für friedenspolitische Themen einstehen. Und, das sage ich als überzeugter Gewerkschafter, und weil ich jeden Tag erlebe, dass die Gruppe der 60- bis 65-Jährigen schon längst aus den Betrieben herausgedrängt ist. Eine Zusammenarbeit kann es auch nur geben, wenn von dem Irrweg einer Rente ab 67 endlich wieder abgewichen wird und wenn nach 40 versicherungspflichtigen Jahren jemand auch abschlagsfrei schon mit 60 in Rente gehen kann. Genossinnen und Genossen, lasst uns gemeinsam dafür antreten, 57 Jahre CDU-Regierungsbeteiligung zu beenden. Lasst uns gemeinsam dafür antreten, Schwarz-Gelb abzuwählen. Und ich bin bei Bernd, wenn er sagt, die Höchststrafe für Schwarz-Gelb kann nur der Einzug der Linken in den Landtag von Baden-Württemberg bedeuten. Und ich füge hinzu, lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass 57 Jahre Oppositionsbank für CDU und FDP das Übriggebliebene sind. Aber lasst mich zum Schluss auch sagen, nicht nur das pure Abwählen von Schwarz-Gelb wird uns weiterbringen, sondern nur mit uns, mit der Linken, wird es eine echte Chance auch auf einen politischen Kurswechsel geben. Und dazu braucht es die Linke im Landtag, dazu braucht es weitere Mobilisierung auf der Straße und, Genossinnen und Genossen, dazu braucht es glaubwürdige Politik. Und ich denke, wir mit unseren 70 Genossinnen und Genossen, die in den Wahlkreisen antreten, wir sind glaubwürdig mit unseren Forderungen vor der Wahl und wir sind und bleiben auch glaubwürdig mit der Politik, die wir bereit sind, nach der Wahl umzusetzen. Lasst uns deshalb gemeinsam das Projekt angehen. Auch ich bin überzeugt, die 5%-Hürde zu knacken, wird kein Selbstläufer für uns. Aber ich bin auch überzeugt, Genossinnen und Genossen, wenn wir es mit Engagement, wenn wir es mit Fantasie und wenn wir es mit richtiger, kernigen Arbeit in den nächsten verbleibenden Wochen probieren, dann ist dieses Ziel, die 5%-Hürde zu knacken, ein erreichbares Ziel für uns. Lasst uns daran arbeiten. Venceremos, wir werden reinkommen in den Landtag. Applaus